dann haben mir Bekannte gesagt, ja, aber du hast so schöne Bäckle gekriegt. Also das kam natürlich von der Gesichtsgymnastik. Wunderbar, schön und das kann ich nur bestätigen. Super. Also, liebe Rosmarie, du warst in meinem Kurs für Gesichtstraining mit dabei und hast dir bereit erklärt, ein kurzes Gespräch mit mir zu machen und unsere Zuschauerinnen mitzunehmen auf deine Erfahrungen. Was hat dich denn dazu bewogen, den Kurs zu machen oder dich anzumelden? Also nachdem ich überhaupt gerne Gymnastik mache in jeder Beziehung und eine bin, die immer in Bewegung ist. Und dann habe ich zufällig an einem Sonntagvormittag das Gespräch vom Radio ORF, das sie mit dir geführt haben, gehört. Und das hat mich echt fasziniert, denn ich habe immer schon ein bisschen, wenn ich irgendwo Gesichtsgymnastik aufgezeichnet sah, habe ich das eigentlich jeden Tag immer so ein paar Übungen gemacht, aber die waren natürlich relativ harmlos gegen deine. Und da war ich natürlich gleich begeistert und habe gedacht, da gehst du mal gleich auf die Homepage und schaust, wer die Hanna Sacher ist. Und habe gesehen, dass gerade ein Kurs ausgeschrieben ist. Und dann habe ich nicht lange überlegt und dachte, das mache ich für mich. Sehr schön. Und das habe ich auch nicht bereut. Schön. Magst du uns vielleicht auch mitnehmen, was war denn so der wertvollste Teil des Kurses für dich? Was war besonders, ja, gut für dich? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Aber ich muss sagen, das war alles für mich wertvoll. Es hat mir einfach gut getan. Ich habe eben auch einen Todesfall kurz davor gehabt und mir gedacht, du musst etwas für dich tun und du musst auch schauen, dass dein Gesicht nicht in Traurigkeit versinkt, sondern auch wieder etwas Spaß haben an anderen Sachen. Und ich habe es genossen, deine Übungen mitzumachen, dein lachendes und fröhliches Gesicht dabei zu sehen. Das hat mir einfach in allem gut getan. Schön. Ja, also vielleicht kannst du uns auch erzählen, wenn wir jetzt so vielleicht über also oft geht es ja darum, wenn ich das erkläre mit Gesichtstraining, dass wir kosmetische Dinge verbessern, also Falten reduzieren und so weiter. Aber was waren denn so diese inneren Veränderungen, die du vielleicht gespürt hast, wenn du jetzt gerade erzählt hast, dass das auch ein Grund war, dich anzumelden? Ich habe einfach gemerkt, dass ich wieder mehr auf mich zurückgekommen bin, dass ich wieder mehr mich in den Vordergrund gestellt habe. Und nachdem ich also weiß, dass man mit allen möglichen Cremes und so Falten sowieso nicht wegkriegt und meine Falten, die sind nun einmal in dieser langen Zeit gekommen und mit denen kann ich auch leben. Aber das ganze Gesicht hat sich doch irgendwie, so ist es wenigstens vielen meiner Bekannten aufgefallen, schaust gut aus. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich tue auch was dafür. Ja. Und natürlich ist mir schon klar, dass Falten, die du in so vielen Jahren bekommen hast, nicht verschwinden. Aber ich denke mir immer, jetzt sind es halt Lachfalten. Ja.
Also die dürfen ja da sein im Gesicht. Großes Kompliment, Rosemarie. Also du schaust großartig aus. Und wenn ich jetzt unseren Zuschauerinnen auch verraten darf, wie alt sie ist, dann werden sie jetzt nochmal wirklich staunen. Die Rosemarie ist 79 Jahre alt und also wirklich großartig. Und also ich freue mich, wenn ich 79 bin und vergleichbar so gut ausschaue wie du, Rosemarie, dann ist ja, das sehr ist gut. Ganz sicher. Wirklich. Ja, und wenn ich jemand gesagt habe, ich habe auch ziemlich abgenommen, das habe ich natürlich auch noch das Gefühl gehabt, dass das meinem Gesicht natürlich auch nicht gut getan hat. Und ich nehme es auch nicht zu, es geht nicht. Aber dann haben mir Bekannte gesagt, ja, aber du hast so schöne Bäckle gekriegt. Also das kam natürlich von der Gesichtsgymnastik. Wunderbar, schön. Und das kann ich nur bestätigen. Super. Cool. Also das heißt, du hast jetzt, wenn wir auf die optischen Verbesserungen zu sprechen kommen, du hast bemerkt, dass deine Bäckchen stärker geworden sind. Ja. 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 Sehr schön. Und meine Augen, ich bin auch ein bisschen einseitig mit den Augen. Auf jeden Fall, sie sind wieder größer geworden und das ganze Gesicht schaut einfach frischer aus. Ja, absolut. Sehr schön. Und nach den Übungen habe ich das immer so angenehm empfunden, wenn das ganze Gesicht so ein bisschen gelebt hat, gekribbelt hat. Mhm. Hat gemerkt, da tut sich was. Das ist eine tolle Sache. Ja, ja. Und was immer viele interessiert ist, wie lange hat es denn gedauert? Ab wann hast du gespürt, jetzt tut sich was oder jetzt sehe ich Effekte? Kannst du dich da noch ungefähr erinnern? Also ich habe ja zuerst die 6 Wochen Augengymnastik gemacht und dann das ganze Gesicht. Und so nach 3 Monaten habe ich schon das Gefühl gehabt, aha, da tut sich was. Mhm. Und meine Augen werden größer. Also ich habe natürlich immer noch Schwierigkeiten, meine Stirn ruhig zu halten. Das versuche ich zwar, aber vielleicht schaffe ich es auch noch mit der Zeit. Cool. Also das heißt, nach den 3 Monaten hast du auf alle Fälle das mit dem Bäckchen gemacht. Ja. Und die Gesichtskontur da unten hat sich auch gebessert, so gut geht. Ja. Sehr schön. Nämlich, wenn man bedenkt, mit 79, wo man ja sonst von allen Seiten gehört kriegt, da kann man jetzt nichts mehr machen oder halt ja vielleicht ein chirurgisches Facelift dann vielleicht empfohlen wird und wir jetzt deine Erfahrung miterleben dürfen, dass du allein mit Übungen das mit über 70 noch geschafft hast. Ich glaube, da können wir jetzt allen auch Mut machen, die jetzt vielleicht 50 sind und jetzt schon das Gefühl haben, ich habe alles verloren. Nein, ich muss immer lachen, wenn ich die Frauen höre, sie sind schon 50 und sie sind 60, denke ich mir, dann bist du bald schon 80 und machst es immer noch. Und ich finde auch ganz toll, nicht nur die Übungen für Gesicht, sondern für den ganzen Oberkörper, für die Haltung, für das Kopf. Alles insgesamt ist einfach eine schöne Sache. Und weil wir jetzt gerade schon über Frauen in ähnlichem Alter oder jünger gesprochen haben, was würdest du denn anderen Frauen mitgeben, gerade jetzt auch aus deiner Erfahrung mit 79? Ich würde ihnen sagen, gebt es nie auf. Man kann immer etwas verbessern. Und es tut ja nicht nur dem Gesicht gut. Ich finde, es tut dem ganzen Körper und es tut der Seele gut. Mhm. So ist es mindestens bei mir. Ja. Wie hast du denn das empfunden?
Kannst du uns das beschreiben, wie du gespürt hast, dass es der Seele gut getan hat? Ja, wenn ich nicht so gut drauf war und dann hab ich ein bisschen Zeit gehabt, mich an den Computer gesetzt, habe Hannah eingeschaltet und ich war eine 20 Minuten intensiv beschäftigt, habe in ein lachendes Gesicht geschaut und es ging mir wieder gut. Genau. Das für meine Psyche allein schon war es super. Schönes Wort. Und ich würde wirklich den Frauen raten, das zu machen. Das macht in jeder Hinsicht, tut es einem gut. Schön, danke. Es tut wirklich der Psyche gut, es tut dem Gesicht gut, es tut der Haltung gut. Und man hat ja das Gefühl, man hätte ein bisschen menschlichen Kontakt mit dir im Fernsehen. Also meine Enkel, die haben mir das alles installiert auf allen Computern, dass wenn ich weg bin, dass ich das dann auch habe, oder? Ja, du musst schon deine Hanna mitnehmen, wenn es dir gut gehen soll. Also. Und genau, wenn wir jetzt schon von der Technik sprechen, ja. Ich biete ja die Kurse in Form von Online-Kursen an. Ja. Wie ist es dir mit der Technik gegangen? Weil manche sagen dann, oh Gott, wie funktioniert das? Komme ich mit dem zurecht? Wie ist es dir da gegangen? Also, ich muss sagen, die ersten Einstellungen habe ich alles allein gemacht. Aber auch den ersten Zoom habe ich selbst eingestellt. Wo ich hier und da immer noch Schwierigkeiten habe, aber jetzt bin ich da auch drauf gekommen, wenn ich deine Übungen wollte, also die Spezialübungen, jetzt habe ich die halt einmal gefunden und dann wieder dreimal nicht, bis ich drauf gekommen bin, dass ich muss am Pfeil. Okay. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt in der Zeit mit dem Umgehen vom Computer. Auch was die Technik angeht. Okay. Und ich bin froh, dass ich mich auch dran gehalten habe, weil ich muss jetzt auch vieles andere Sachen machen, die ich nie gemacht habe. Mhm. Und irgendwie hält mich das auch ein bisschen fitter. Ja, ich meine, gut ab, dass du dich da auch nicht abhalten lässt von der Technik und deine Dinge, die dich interessieren, angehst. Also gut ab, das finde ich super. Ja. Ja, ich probiere es einmal immer wieder. Ja, sehr schön. Was viele auch immer noch interessiert ist, wie viel Zeit hast du denn investiert? Wie viele Minuten hast du geübt? Also ich habe sicher die Übungen täglich gemacht. Mhm. Und das mache ich immer noch. Und ich mache aber auch am Morgen, wenn ich im Bett bin und noch nicht aufstehen will, und das habe ich aber auch früher schon gemacht, mache ich Augengymnastik. Und jetzt mache ich natürlich auch ein paar Gesichtsgymnastik dazu. Wollte dich schon einmal fragen, ob das denn was bringt, wenn ich liege und nicht sitze. Ja, das macht keinen Unterschied. Ja. Ja. Und untertags natürlich immer wieder, wenn ich irgendwo auch vorbeikomme am Spiegel, dann stelle ich mich ein bisschen hin und verziehe ein bisschen meine Machen. Im Auto und wie gesagt beim Kochen mit dem Stick. Nicht gerade mit meinem Löffel im Mund, aber ich versuche schon, das immer ein bisschen einzubauen. Ja. Okay. Das heißt, ich weiß schon, dass ich nicht ein neues Gesicht kriege, aber macht mir Spaß und es ist sicher besser als wenn nichts. Genau. Und also zwei Punkte. Das heißt, zusammengefasst, du hast
ein Workout aus dem Kurs gemacht, das zwischen um die 15 Minuten oder sowas geht. Ja, ja, schon. Also ich meine, mache ich schon die ganze Seite drüber. Bin ich schon 20 Minuten bis eine halbe Stunde oft dran. Ja, okay. Cool. Ja. Und tagsüber vielleicht insgesamt vielleicht eine Viertelstunde. Okay, super. Und auch das, was du gesagt hast mit jetzt kein neues Gesicht bekommen, genau, das ist natürlich logisch, aber das können ja auch, das kann Botox ja auch nicht, das kann, können Hyaluronfiller auch nicht und das kann ein chirurgisches Facelift ja auch nicht und schon gar nicht in einem Alter ab 70 plus oder so. Ja. Und umso erstaunlicher finde ich es, dass du deswegen wirklich so tolle Effekte geschaffen hast. Wirklich genial. Ja, das freut mich auch. Ja, und ich glaube, da können wir als Frauen, die jetzt nur jünger sind, uns wirklich eine Scheibe abschneiden von dieser, von dem Dranbleiben, der Motivation und dem nicht aufgeben, so wie du es auch gesagt hast. Ja, das würde ich schon. Also ich bin natürlich, ich wäre froh, ich hätte das schon in meinen jüngeren Jahren machen können. Mhm. Aber da gab es dich noch nicht. Genau, also ein Appell an alle, die jetzt vielleicht 40, 30, 40, 50, 60 sind, vielleicht schon früher zu starten, deinem, deinem Hinweis, deinen Ratschlag anzunehmen. Ich würde das allen raten, ja. So früh wie möglich anfangen, könnte man natürlich schon viele Falten verhindern. Da stimme ich zu. Da kann man sich viele sparen. Wobei, es sind nicht nur die Falten, die mit denen lebe ich, die stören mich eigentlich auch gar nicht mehr so. Damit habe ich mich abgefunden. Aber es ist einfach die ganze Mimik und das ein fröhliches Gesicht zu zeigen, das finde ich schon wertvoll. Ja, ja, absolut. Und wenn man berücksichtigt, so wie ja du auch schon erwähnt hast, dass das ist auch die Laune sich ja auch auswirkt. Und das wissen wir ja auch mittlerweile so von der Forschung, dass ein Lächeln, wenn man es auch nur physisch macht, obwohl man jetzt emotional gerade gar keinen Grund fühlt, dass das trotzdem sich aufs Gehirn auswirkt und dann auch automatisch gute Laune erzeugt. Und das ist eigentlich konstant das, was beim Gesichtstraining passiert. Während wir die Übungen machen, beeinflussen wir im Hintergrund unser Gehirn auch positiv und damit unsere Laune und unser emotionales Wohlbefinden. Wenn dir nicht nach Lachen ist und ich schaue in den Computer und du lachst heraus und machst diese Übungen, dann lache ich mit und das ist gut. Das ist wunderbar, wenn ich fertig bin, geht es mir gut. Das war ja, man hat etwas getan und man hat Gefühl gehabt, es ist, tut einem wirklich gut. Sehr schön.